Würfelbox. Herzlich willkommen hier bei Würfelbox. Ich bin der Max. Ich bin der Markus. Und wir haben heute eine Battle Review vorbereitet. Das ist schon viel zu lange her, seitdem wir die letzte gemacht haben. Dieses Mal mit zwei Spielen. Mein Spiel Xenoshift Onslaught. Und ich präsentiere hier Shadowrun Crossfire. Und wir vergleichen beide Spiele aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar beide Spiele, wie es auf Shadowrun auch drauf steht, es sind kooperative Deckbuilding-Spiele. Bis zum heutigen Zeitpunkt gibt es eigentlich sehr wenige Koop-Deckbilder. Ich glaube, das Ganze hat mit Shadow Rift angefangen. Wenn mich nicht alles täuscht. Und seitdem ist es trotz allem nur eine Handvoll. Also ich denke wirklich, die beiden eignen sich sehr gut zum Vergleichen, weil sie eben relativ noch nah zeitlich erschienen sind zueinander. Beide auch so ein bisschen so ein Science-Fiction, zumindest zukünftiges Setting besitzen. Also auch da nicht zu weit auseinander gehen. Und bevor der Markus jetzt alles vorwegnimmt, was wir in den Gemeinsamkeiten und Unterschieden besprechen, würde ich sagen, wir steigen einfach direkt in die Gemeinsamkeiten ein. Die erste Gemeinsamkeit, die Marco schon vorweggenommen hat, wir befinden uns hier in einem Science-Fiction-Setting bei beiden. Vielleicht mit ein bisschen Einschränkung, die Personen, die Shadowrun Crossfire noch als Computerspiel kennen oder als Computerspiel gespielt haben, das ist so eine Mischung zwischen Science-Fiction und auch so ein bisschen Fantasy, wenn man damit Fantasy-Wesen auch noch dazukommen. Aber der Unterschied ist nicht so groß. Also bei beiden Science-Fiction-Setting, also moderne Waffen, zukünftige Waffen. Die nächste große Gemeinsamkeit ist, obwohl es kooperative Deckbuilding-Spiele sind, ist, und die meisten von euch bei Deckbuilding sofort an Spiele wie Dominion oder Thunderstone denken, hier ist der Deckbuilding-Mechanismus ein bisschen reduziert. Was sich bei beiden darin bemerkbar macht, die Karten, beispielsweise die Karten, die ich kaufe, kaufe ich mir auf meine Hand und nicht in den Ablagestapel. Das heißt, ich habe sie direkt von vornherein zur Verfügung und kann sie deswegen direkt einsetzen. Das heißt, es geht weniger darum, dass man irgendwie einen guten Mechanismus aufbaut über die Zeit in seinem Deck, sondern man kann halt auch bei beiden tatsächlich Dinge kaufen, die man jetzt gerade dringend braucht und damit sozusagen auf gegebene Situationen sich am besten reagieren kann. Klar. Gemeinere Gemeinsamkeiten in den Spielen sind, dass da sie kooperativ sind, trotzdem jeder Spieler eine eigene Auslage besitzt, wenn man so möchte, und mit eigenen Bedrohungen konfrontiert wird. Der kooperative Aspekt ist in dem Fall allerdings, dass man sich gegenseitig unterstützen kann. Das heißt, ich kann bei Shadowrun Crossfire Karten spielen, sozusagen auf die Bedrohungen der Gegner, und bei Xenoshift Onslaught kann ich die gekauften Karten auch meinem Mitspieler geben für seine Auslage und damit für sein Deck, was natürlich nochmal diesem Deckbauelement entgegenspricht, weil ich teilweise sogar Karten kaufe, die nicht mal in meinem Deck dann landen endgültig. Die letzte Gemeinsamkeit, die uns jetzt auf den Blick aufgefallen ist, ist, beide Spiele bieten eine Möglichkeit, dass die Spieler mit unterschiedlichen Startbedingungen starten. Nicht viel, keine großen Unterschiede. In Shadowrun Crossfire ist das Startdeck leicht unterschiedlich. Man ist auf einen Typ von Karten spezialisiert, den man einfach häufiger besitzt. Und in Xenoshift Onslaught hat jeder Spieler eine kleine Charakterfähigkeit, die meistens stark zum Allgemeinwohl angewandt wird, manchmal aber auch speziell für die eigene Auslage zunutze gezogen wird. Und das waren auch schon die Gemeinsamkeiten, Max, zunutze gezogen wird, gell? Das war Unsinn. Aber es macht nichts. Ihr wisst, was ich meine. Das waren die Gemeinsamkeiten und jetzt gehen wir weiter. Max, ja, auf zu lachen. Zu den Unterschieden. Ist es ernst, jetzt kümmern wir uns um Unterschieden. Der erste große Unterschied, den beginne ich damit, dass ich Shadowrun Crossfire einen großen Vorteil meines Erachtens anpreise, und zwar, es hat ein Kampagnensystem. Das heißt, ich kann meinen Charakter verstärken im Laufe des Spiels. Nach jedem Abenteuer kann ich Erfahrungspunkte bekommen, kann damit Fähigkeiten kaufen in Form von Stickern, die ich auf eine Charakterkarte klebe. Das ist so ein bisschen Legacy-Mechanismus fast schon, wenn man möchte.
Allerdings ein Wermutstropfen, das Spiel kommt nur mit, also das Basisspiel nur mit drei verschiedenen Missionen, die man antreten kann. Das sind drei so kleine Spielmodi und die laufen dann immer recht ähnlich ab, denn die Karten, die ausliegen, sind eigentlich immer dieselben. Sinnoh-Shift Onslaught hat keinen Kampagnenmechanismus, bietet aber eher das, was man aus Dominion kennt. Ich habe eine große Auswahl an unterschiedlichen Karten und stelle mir für jedes Abenteuer, das ich spiele, ein zufälliges Set an Karten zusammen. Das heißt, ich habe hier schon Unterschiede, weil ich jedes Mal überlegen muss, okay, wie arbeite ich mit den jetzt vorhandenen Ressourcen, um überhaupt dieses Abenteuer zu bewältigen. Ein zweiter Unterschied bei beiden Spielen, der geht wieder auf dieses Deckbuilding ein, und zwar bei Shadowrun Crossfire gibt es natürlich eine gemeinsame Auslage, wo Karten ausliegen zum Kaufen, aber jede Karte ist nur einmal verfügbar. Die werden zwar nachgefüllt, wenn ich was kaufe, aber halt mit einer zufälligen neuen Karte. Das bedeutet im Klartext, wenn eine Karte drin ist, die sowohl für Max als auch für mich interessant ist, dann kaufe ich sie Max weg, wenn ich sie nehme. Und andersrum natürlich genauso. Bei Sinnoh-Shift Onslaught ist es halt so wie bei Dominion wieder umgesetzt. Ich habe Kartenstapel, klar, die gehen auch irgendwann mal aus, aber wir können davon ausgehen, dass jeder ein paar von diesen Karten abbekommt. Und das ist meines Erachtens fürs kooperative Spiel ein bisschen zuträglicher, wenn ich nicht die ganze Zeit sagen muss, ach, ich wollte die Karte, du hast sie mir weggekauft. Ich glaube, das, wo sich die beiden Spiele wahrscheinlich am meisten unterscheiden, ist so ein bisschen, ist ein bisschen sozusagen, wie funktioniert das Spiel und in welche Lage versetze ich mich. Bei Shadowrun Crossfire versuche ich letztendlich, ich weiß, welche Bedrohungen auf dem Brett da sind, welche Bedrohungen ausliegen. Und obwohl ich mal versuchen muss, meine eigenen Bedrohungen irgendwie zu meistern oder meine eigenen Hürden zu meistern, kann ich mir Hilfe von anderen Spielern dazu holen. Das heißt, es hat eher ein Puzzle-Element. Es geht darum, wie setzen wir das am effizientesten, am besten ein, was wir zur Verfügung haben. Während bei Sinnoh-Shift Onslaught, dadurch, dass jeder vor sich erstmal dann die Bedrohungen verdeckt liegen hat, also welche Monster bei ihm auf seiner Linie eintreffen, kann ich mich gegenseitig nicht unterstützen und sozusagen die beste, die effizienteste Methode wählen, sondern ich versuche am besten mit meinen Ressourcen umzugehen. Das heißt, möglichst starke Karten, meine Figuren möglichst gut auszurüsten, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Das heißt, hier habe ich schon einen sehr massiven Unterschied dahingehend, wie spiele ich dann diese Spiele konkret in jeder einzelnen Runde. Und was noch dazu kommt, und das ist, glaube ich, das Größte, das hat so ein bisschen was mit der Richtung des Spieles zu tun. Und zwar bei Shadowrun Crossfire versuche ich irgendwo einzudringen. Das heißt, ich versuche Hürden zu überwinden, ich gehe rein. Während Sinnoh-Shift Onslaught letztendlich ein klassisches Tower Defense emuliert, darstellt, denn ich versuche einfach bloß Gegnerhorden abzuwehren. Und das führt dazu, weil ich sagen muss, beide Spiele machen das ziemlich gut, thematisch umzusetzen, dass tatsächlich die Spiele sich sehr unterschiedlich dann anfühlen. Hier, ich versuche wirklich, die Monsterhorden aufzuhalten und ihnen genügend starke Figuren, Einheiten, gut ausgerüstete Einheiten entgegenzustellen. Und hier versuche ich halt wirklich einfach bloß sozusagen durch die unterschiedlichen Hürden als Gruppe am besten durchzukommen. Das führt dazu, dass die Spiele sich tatsächlich unterschiedlich anfühlen, obwohl von der Basis her sehr viel ähnlich ist. Aber ich nehme jetzt noch gar nicht zu viel vom Fazit vorweg, denn das kommt jetzt gleich. Okay, ihr habt jetzt Gemeinsamkeiten und Unterschiede von beiden Spielen gehört. Ihr seht, beide Spiele sind eigentlich schon für unterschiedliche Kategorien von Spielern gedacht. Trotzdem versuchen wir hier jetzt mal das zu vergleichen und auch zu sagen, welches Spiel uns persönlich besser gefällt, weil uns eigentlich vom Grund her beide angesprochen haben. Shadowrun Crossfire hat für mich zwei Schwachstellen. Erstens, das Kampagnensystem, was ich eigentlich wahnsinnig begrüßen würde, ist für mich vollkommen irrelevant. Denn dieses Spiel ist bei den einzelnen Malen, wenn ich spiele, so identisch, dass ich gar keine große Lust habe, es so oft zu spielen, dass die Kampagne überhaupt eine Bedeutung hätte. Und ja, klar, natürlich, nach ein paar Mal habe ich eine neue Fähigkeit, aber ja, es ändert eigentlich nicht sehr viel am Spielverlauf. Also, hätte man deutlich besser umsetzen müssen. Mehr Karten, mehr Varianz, irgendwas, damit ich wirklich einen Anreiz habe, das Ganze als Kampagne zu spielen. Das deutlich größere Problem, was ich bei dem Spiel sehe, ist, dass es als kooperatives Spiel wirklich massiv an diesen Alpha-Gamer
Syndrom leidet. Also, dass ein Spieler den anderen vorgibt, was sie machen sollen. Weil, wie wir vorher gesagt haben, es ist halt so ein Puzzlespiel. Ich sehe die komplette Auslage, das sind die Bedrohungen in dieser Runde und wir kennen gegenseitig die Handkarten mehr oder weniger. Das heißt, jetzt rechnen wir uns halt mathematisch durch, was ist die sinnvollste Variante, wie wir vorgehen. Und sobald das eine herausgefunden hat, gibt er den anderen Spieler vor, was sie machen sollen. Und die legen dann einfach nur noch ihre Karten. Ja. Und das ist halt so, okay, ich weiß nicht, wenn die anderen für mich spielen, dann brauche ich das Spiel schon eigentlich gar nicht mehr spielen. Es ist immer irgendjemand betroffen, der sozusagen nur das macht, was ihm die anderen Spieler sagen. Und das sind so einfach so Punkte, die Shadowrun Crossfire für mich ein bisschen absenken lassen. Besonders, wenn ich als Alternative Xenoshift Onslaught habe, das keines dieser Probleme hat. Auch hier, obwohl man im Team spielt, man hat immer noch seine eigene Verantwortung, man weiß nicht genau, welche Gefahren auf einen zukommen. Das heißt, also man kann schon überhaupt nicht die beste Strategie fahren und es kann nicht jemanden geben, der sagen kann, du hast das und das zu tun. Es gibt bloß so mittelmäßig, also so auf mittelfristig beste Überlegungen, was man ungefähr machen sollte. Man kann vollkommen unterschiedliche Dinge machen. Also ich glaube, als wir das letzte Mal gespielt haben, hatten Markus und ich vollkommen unterschiedliche Einheiten, Kompositionen und haben uns versucht, mit denen durchzuschlagen, weil es manchmal besser und manchmal schlechter funktioniert hat. Das heißt, Xenoshift einfach aufgrund der höheren Varianz, aufgrund dessen, dass es obwohl es letztendlich jedes Mal wieder exakt dasselbe Setting ist, aber dadurch, dass ich halt genügend unterschiedliche Karten habe, führt dazu, dass dieses Spiel einen höheren Wiederspielwert hat. Und dann ist es unserer Meinung nach nicht so, dass Shadowrun Crossfire das irgendwie irgendwie durch etwas anderes wieder absolut reinholen kann. Deswegen, unsere Empfehlung ist es, wenn ihr euch überlegt, ich möchte gerne ein kooperatives Deckbuilding-Spiel spielen, mit so einem futuristischen Setting, also oder wenn ihr nichts gegen dieses Setting habt, dann wäre für uns oder wäre unsere Empfehlung erst einmal hier Xenoshift Onslaught. Wir sind damit am Ende unserer Battle Review angelangt. In unseren Augen ist Xenoshift Onslaught als kooperativer Deckbuilder ein Stück besser als Shadowrun Crossfire. Das ist allerdings nur unsere Meinung. Wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr Punkte habt, die wir vielleicht übersehen haben, lasst es uns wissen, schreibt es in die Kommentare. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wart hier bei Würfelbox und wir sehen uns beim nächsten Mal.